Seit der kommunalen Neuordnung 1970 verfügt die Stadt Wetter zwar über eigenständige Ortsteile, aber nicht über ein gemeinsames Zentrum. Der Grunderwerb von Bahn- und Rheinformgelände 1996 im Bahnhofsbereich war schließlich die Voraussetzung für eine neue Mitte der Stadt Wetter. Selbst die größten Optimisten hatten es kaum noch für möglich gehalten. Aber im März 2008 wurde ein Stück Stadtgeschichte mit der Unterzeichnung eines Vertrages mit einem Investor geschrieben. Zentraler Anziehungspunkt der Innenstadt soll zukünftig ein neues Einkaufszentrum gegenüber dem Bahnhofsgebäude sein. Dieses Zentrum soll als Magnet für die gesamte Innenstadt sorgen und die Kaufkraft in Wetter binden. Bagger bereiteten im Januar 2009 das Gelände für den Bau des Einkaufszentrums vor. Im Jahr 2009 begannen die Abbrucharbeiten für die drei Häuser an der Kaiserstraße, die dem neuen Einkaufszentrum noch im Wege standen. Eigentlich hätten die Bagger schon viel früher die Arbeit aufnehmen sollen, doch bauliche Veränderungen an dem Einkaufszentrum sowie lange Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern der abzureißenden Häuser haben den Beginn der Arbeiten verzögert. Innerhalb von nur ein paar Wochen hat der Bagger ganze Arbeit geleistet und die ersten Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Gleichzeitig mit dem Abriss der Häuser fanden auch Vermessungsarbeiten statt. Für die Gründungsarbeiten müssen ca. 10.000 Kubikmeter Bodenaushub bewegt werden. Das entspricht einer Größenordnung von etwa 300 LKW-Ladungen. Während der Abriss der Gebäude an der Kaiserstraße noch in vollem Gange war, wurden die ersten Gründungsarbeiten für das Fundament des Einkaufszentrums ausgeführt. Für die Stabilisierung des neu zu errichtenden Gebäudes bohrten Spezialbohrer rund 200 Pfähle ins Erdreich, die einen Durchmesser von 1 Meter besitzen und ca. 15 Meter tief sind. Die Bohrlöcher werden dann später mit Beton ausgegossen. Nach der Herstellung des Baufeldes wurden nun Sicherungsarbeiten ausgeführt. Dazu wurden Spundbände entlang des Bürgersteiges der Kaiserstraße gerammt. Das Baufeld des Einkaufszentrums Ende April 2009. Erste Konturen des neuen Gebäudekomplexes sind bereits zu erkennen. Beim Bau des neuen Einkaufszentrums und Umbau des Busbahnhofes handelt es sich um eine Großbaustelle, die zu vielen Beeinträchtigungen führen wird.
Die Bodenplatte wird abschnittweise in mehreren Feldern von jeweils 1000 Quadratmeter betoniert und dann mit Folie abgedeckt. Während der Beton dann aushärten muss, kann am nächsten Baufeld weitergearbeitet werden. Und die Arbeiten müssen nicht unterbrochen werden. Nach dem Betonieren der Betonplatte werden jetzt die Säulen für die erste Etage gestellt. Gearbeitet wird auf der Baustelle ab den frühen Morgenstunden bis in die späten Abendstunden hinein. Während der gesamten Arbeiten müssen die Anwohner mit Staub und Lärm leben. Die Arbeiten am neuen Einkaufszentrum gehen nun zügig voran. Am 4. September lädt die Stadt Wetter alle interessierten Bürger zu einer Baustellenparty ein, um über den Bauablauf und die Gestaltung des Busbahnhofes und der Innenstadtentwicklung zu informieren. In der Gaststätte Ruhrgold hängen Pläne an den Wänden. Zudem sind Vertreter der Stadt, des Investors und Planer vor Ort, um Fragen der Bürger zu beantworten. Ende September 2009 wurde beim Bau des Einkaufszentrums die nächste Etage angefangen. Die ersten Außenwände an der Kaiserstraße stehen schon und ein Baustellenschild informiert Passanten über das zukünftige Warenangebot des Einkaufszentrums. Die Baustelle für das neue Einkaufszentrum und die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes ist zwar nur eine von vielen Baumaßnahmen in Wetter, aber ein Hoffnungsträger für den Einzelhandel und die Belebung der Innenstadt. Sowie von der Kaiserstraße als auch vom Bahnhofsvorplatz wird es Zugänge zum Gebäude geben. Des Weiteren werden den Kunden rund 400 Parkplätze zur Verfügung stehen. Das neue Einkaufszentrum soll nach seiner Fertigstellung auf rund 8000 Quadratmeter Platz für etwa 20 verschiedene Einzelhandelsgeschäfte bieten. Die Außenwände lassen viel Platz für großflächige Glaselemente, sodass die massive Wirkung des Gebäudes optisch aufgelockert wird.
Nach der Fertigstellung des Rohbaus ist der Innenausbau in vollem Gange. Denn bis zur Eröffnung im September bleibt den Handwerkern nicht mehr viel Zeit. Die Neugestaltung des Busbahnhofes und des Bahnhofsvorplatzes finden parallel zu den Bauarbeiten des neuen Einkaufszentrums statt. Der neue Busbahnhof soll nach seiner Fertigstellung weitgehend barrierefrei sein. Die Logistik auf der Baustelle ist nicht einfach. Anlieferungen, Fußgänger, die zwischen Parkhaus und Bahnhof pendeln und der Busverkehr. Dieses alles muss während der gesamten Bauzeit berücksichtigt werden. Mit der Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes hat auch der Wochenmarkt seinen neuen Platz im Herzen der Stadt gefunden. Der Markt ist für die Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser zu erreichen und für Autofahrer stehen genug Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Im historischen Bahnhofsgebäude fand auch die Stadtbücherei einen neuen Platz. Neben einer reichlichen Auswahl an Büchern findet der Besucher hier eine gemütliche Ecke zum Schmökern und die neueste Technik im Bereich Internet. Ruhrtal Center, das ist der Name des neuen Einkaufszentrums. Am 2. September wurde das neue Ruhrtal Center feierlich eröffnet. Eine sogenannte Shopping Mall soll ein attraktives Einkaufen ermöglichen. Die beiden Etagen sind durch Rolltreppen und Aufzüge miteinander verbunden. In einem Ladenlokal befindet sich die Fotodokumentation Wetter im Wandel. Die Stadt Wetter und die Fotogilde Sängern haben sie zusammengestellt. In der Ausstellung können sich interessierte Bürger über die Stadtentwicklung informieren.